Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Sonne. Und wir gehen auf Solgaleo zu. Oder Solgaleo. Okay. Okay. Es ist nun an der Zeit. Und plötzlich mitten in der Nacht scheint die Sonne. Woher wissen die, welche Noten gespielt werden müssen? Was? I? Wölkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh. Ich bin vielleicht erschrocken, dass du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist. Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöte dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zum dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Entwickeln? Okay. Wie können die Kiddies da nicht sich verbrennen? Ich dachte, dass ich mir jetzt hier ein legendäres Pokémon fange. Ultradimension. Das sieht ja fast aus, als wären wir hier in Metroid Game. Ein Metroid-Spiel. Wir müssen weiter. Okay.
Ach, guck mal. Ich bin der Boss von Team Skull. Ich habe vor nichts und niemanden Angst. Aber alles hat jeder, hat Panik vor mir. Ich verrate euch mal was. Also sperrt besser die Lausche auf. Ihr seid wirklich selten dämlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr überhaupt hergekommen seid. Aber tja, da seid ihr nun mal hier. In dieser trostlosen fremden Welt wimmelt es nur so von diesen Ultrabestien. Ich habe versucht, mir eins von diesen Dingen zu schnappen. Aber ehe ich mich versah, hatte sich dieses Ding mich geschnappt. Und dann geschah... Was dann geschah, ist es schwer zu erklären. Es war, als wäre mein Körper und mein Geist plötzlich erwacht. Als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bei Bewusstsein. Ich bekam Panik. Was ist hier los? Es war, als sei ich nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss von Team Skull, der vor nichts und niemandem Angst hat. Mit Samantha ist das gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Für Samantha existieren nur noch ihre wunderschönen Ultrabestie. Worte erreichen sie nicht, Gefühle prallen an ihr ab, nichts dringt mehr zu ihr durch. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. Huh. Ach ja, die Welt meiner Ultrabestien ist sie nicht einfach atemberaubend. Das Einzige, was es hier gibt, sind die Anego, die meine Liebe zu ihnen. Es ist wie ein Traum. Ich glaube, ich befinde mich hier wahrscheinlich und wahrhaftig im Paradies. Aber nein, ihr Nervensingen müsst natürlich wieder alles kaputt machen. Wer hat euch das Recht gegeben, diesen Ort mit eurer Anwesenheit zu stören? Bis ihr kamt, gehörte diese wunderschöne Welt nur mir und den Anego. Nur dir und den Anego? Was redest du denn da? Bromley ist auch doch noch hier. Der ist mir völlig egal. Ich habe die Nase voll von ihnen. Ich habe es endlich geschafft, in dieser wundervolle Welt zu kommen. Und er will mich dazu bringen, wieder in unsere eigene Welt zurückzugehen. Davon will ich aber nichts hören. Ich habe keine Geduld mehr für sein närrisches Geschwätz. Immer denkst du nur an dich. Das machst du immer so. So war schon im Eva-Paradies und jetzt und hier jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Warum sollte sich nicht alles um mich drehen? Ich will eben in einer Welt leben, die voll von dem ist, was ich liebe. Du magst mein eigen Fleisch und Blut sein. Du magst dich noch so sehr nach meiner Liebe und Anerkennung sehen. Aber selbst wenn du das seltene Pokémon auf der ganzen Welt wärst, wenn du nicht die Schönheit besitzt, meiner Liebe würdig zu sein, bist du für mich einfach nur überflüssig.
In meiner Welt ist nur Platz für Dinge, die ich liebe und die mir wichtig sind. Ich hab genug. Kinder sind doch nicht das Eigentum ihrer Eltern. Und für Pokémon gilt das Gleiche. Ein Trainer kann nicht einfach frei über das Schicksal seiner Pokémon verfügen. Ich bin ein lebendiges Wesen. Und Cosmog ebenfalls. Kinder und Pokémon sind keine Gegenstände. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Man kann sich ihrer nicht einfach entledigen, sobald sie ihn nicht mehr interessieren. Du bist einfach nur gefühlskalt und grausam. Ja, grausam bist du. Ach, grausam bin ich, ja? Und inwieweit sind Trainer da anders? Pokémon, die sie nicht mehr brauchen können, werfen sie doch einfach aus ihrem Team. Ganz wie ihnen es Kram passt. Aber belassen wir es dabei. Dieses Gespräch führt zu nichts. Nur noch eins, Lilly. Ich kann und will dir nicht vergeben, dass du Cosmog einfach so davon gekommen bist. Als du noch klein warst, hättest du nie gewagt, dich mir zu widersetzen. Damals konnte ich noch eine gewisse Schönheit in dir erkennen. Aber du hast dich verändert. Du lehnst dich gegen deine eigene Mutter auf. Wie konntest du bloß so hässlich werden? Daran ist alleine dieser Demon OGM schuld. Er hat dich verdorben. Ja, du Demon OGM. Und jetzt wachst du auch noch in die Welt von mir und den Anego zu kommen? Das reicht. Anego und ich werden dir nun eine Lektion erteilen. Ist jetzt gerade ein Mensch mit einem Pokémon fusioniert? Regentanz. Oh, das ist gut. Siedewasser. Und Charm-Serenade müsste sie heilen von der Verbrennung, was seltsam ist. Es ist schon nass genug hier. Mondgewalt ist nun blau, nicht mehr pink. Macht doch mehr Sinn. Dressella. Haben schon lange nichts mehr von dir gesehen. Schnabelkanone.
Und nun Feuer! Ah. Slimog. Knirscher. Surferaichi. Donnerblitz. Ränkenschmiede. Werde noch stärker, Raichu. Gut. Was ist wohl das letzte Pokémon? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, gut. Psychokinese. Wolverock. Eine Emotion. Okay. Haben wir sie umgebracht? Mutter. Lilly. Wie seltsam. Du wirkst auf einmal anders als hässlich. Was passiert hier? Es lief doch gerade so gut. Die sind wohl alle recht aufgeregt.
Okay. 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 So, kriege ich einfach so das legendäre Pokémon, ohne es fangen zu müssen? Doch, du kannst nicht mit mir auf Reisen gehen. Ich bin kein Trainer und ich kann dir nicht die Abenteuer bieten, die du so gern erleben möchtest. Und in Sachen Pokémon-Kämpfe kann ich dir erst recht nicht helfen. Okay. Dann wollen wir mal sichern. Und versuchen wir mal, das Kätzchen hier zu fangen. Oh. Versuchen wir es mal mit dem Flopball schnell. Geringe Chance, aber es ist eine Chance. Ah! Okay. Oh, Scheibenkleister. Versuchen wir mal einen Finsterball. Wird wahrscheinlich nicht klappen, weil er nicht niedrig genug ist. Willst du mich verarschen? Die müssen die Fangrate aber ganz schön runtergedrosselt haben.
Es heißt, es komme aus einer anderen Welt. Sein ganzer Körper leuchtet strahlend hell und macht die finsterste Nacht zum Tage. Nein. Soul Galleon, nein, Wölkchen, Demon Oriane, ich habe als Trainer so etwas wie dein Vater. Er wird sich gut um dich kümmern, dass du mir schön auf ihn hörst. Ich konnte letzten Endes kaum etwas für dich tun, aber ich bereue keine Sekunde, dich mitgenommen zu haben. Ich freue mich drauf, ab jetzt mit Demon Oriane die weite Welt zu entdecken. Du wirst an seiner Seite andere starke Trainer treffen und spannende Kämpfe gegen mächtige Gegner erleben, die Demon Ojam dir all die Wunder zeigen, die die Welt zu bieten hat. Okay. Dass du nicht immer rausspringst, sie aus meiner Tasche. Tschüss. Ah, nee. Alola. So, ich glaube, viel ist nicht mehr für mich übrig. Yasu. Ja, habe ich. Okay. Ja, warum nicht? Pokémon Liga befindet sich vor uns. Naja. Erstmal Pokémon heilen. Und uns das legendäre Pokémon mal näher angucken. So wie ich mein Glück kenne, wird es eine schreckliche Natur haben. Kühn. Yep. Schrecklich. Naja, ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Und sehe euch dann beim nächsten Mal. Bye!